Das ist ein neues Kameraprodukt aus dem Hause Lufthansa Technik, welches speziell für die Cockpit-Türüberwachung entwickelt wurde. Das Besondere an dem Produkt ist, wir haben keine extra Units, wir haben nur die Kamera. Die Kamera hat einen internen Ethernet-Switch, wo ich sehr leicht ein Netzwerk aufbauen kann. Daisy-Chain, ich kann Stern, ich kann auch eine Ringtopologie aufbauen mit einer Redundanz, welche ich dann, wo ich einfach nur den Videostream über eine Ethernet-Leitung auf ein Electronic Flightback, was wir hier sehen, simuliert. Electronic Flightback Class 2 ist nichts anderes als ein Laptop. Für die Messe haben wir uns eine kleine Applikation einfallen lassen, wo wir zwei Bilder sehen. Die beiden Kameras, die hier über uns hängen, zeigen einmal den Livestream und wir haben hier, um das Bild aus dem Cockpit zu zeigen, auch nochmal so zwei Filme laufen, wo wir dann auch sehen, wie es aussehen würde, wenn die jetzt im Flugzeug installiert wäre, die Kamera mit einer Stewardess, die dort einfach mal durch den Gang läuft. Ich kann das noch einmal starten. Wie gesagt, zwei Live-Bilder und das andere ist einfach mal ein aufgezeichneter Stream von der Kamera. Der Vorteil ist, dass es ein Ethernet-basiertes System ist, nicht analog. Wir haben keine extra Video-Server-Unit wie andere Systeme sie brauchen, sondern wir haben nur die Kameras mit einem internen Switch, wo das Signal direkt aufs Flightback geschaltet wird. Wenn mehrere Kameras gebraucht werden, werden die einfach nur in Reihe geschaltet. Flightbacks sind Laptops, die in einer Dockingstation verstaut sind und von der Dockingstation aus versorge ich ein Display, dieses Display, was jeder Pilot hat, wo der Pilot dann entweder die Videos sich anschauen kann von der Cockpit-Tür oder eben seine ganz normalen Performance-Charts oder was er auch immer so in seinem Flightback für Applikationen hat, aufrufen kann. Ein Mode, den unsere Kamera hat, ist der sogenannte Zero-Lux-Mode. Wir können also im komplett Dunklen operieren mit der Kamera. Es kann ja sein, dass der Gang vor der Cockpit-Tür mal total dunkel ist. Dann haben wir zwar vier Infrarotdioden, die sich automatisch anschalten und den Gang dann mit Infrarotlicht beleuchten. Und wir die Bilder dann im Infrarotmodus dargestellt bekommen. Dann switcht die Kamera vom Farb auf Schwarz-Weiß. Aber ich kann trotzdem noch erkennen, wer steht vor der Tür.